Ja, Leute, willkommen zurück zu Outlast. Heute mache ich das mal alleine, weil Basti zurzeit sehr wenig Zeit hat. Und ich wollte natürlich das Let's Play weitermachen, weil es liegt auch etwas zurück, dass ich was davon hochgeladen habe. Oh mein Gott. Ja, es liegt etwas zurück, dass ich etwas hochgeladen habe. Da wurde gerade einer im Klo ertränkt. Und deswegen dachte ich mir, ich mache das alleine. Ich habe es auch mit Basti abgesprochen. Und naja, mal gucken, wie ich mich so alleine mache. Alleine ist das natürlich ein bisschen... Da habe ich ein bisschen mehr Angst. Weil es auch ein bisschen still ohne Basti. Aber passt. Ich hoffe nur, ich mache mir nicht so hart in die Hose. Oh Gott. Hier sind wir ja stehen geblieben. Hier war das. Ein toter Doktor. Überall Blut verschmiert. Oh mein Gott. Gott, Alter. Das Gas ab. Jetzt müssen wir das Gas abdrehen. Okay. Okay. Oh, das ist schon wieder. War denn die Steuerung? Ach so. Okay. Irgendwo bricht einer durch. Ich muss still sein. Oder? Scheiß die Wand an. Ja, den geht's noch ganz gut. Okay. Wir müssen zu E237. Und es sind schon wieder Schränke da. Ruhig. Nichts. Es ist zu ruhig für mich. Hier, da knallt er gerade durch die Tür. Nurses Station, Schwesternstation oder wie man das auch nennt. Ich weiß, ich komme gerade jetzt nicht auf den Namen. Krankenstation. So, was haben wir hier? Moment. Kurz geräuspert. 229, da vorne ist 227, also muss ich in die Richtung. La 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 la. Was ist das? 200. Oh Gott. Oh Gott. Der ist ja schon. Scheiß die Wand. Verdammte Sch. Nein! Oh Gott! Oh nee! Scheiße! Jetzt komm! Bitte nicht! Ich bin nicht hier! Geh weg! Oh nee! Was haben wir da gesehen? 234? Also ist das in die Richtung. Ein bisschen weiter in die Richtung. Ist er hier? Oder da?
Oh, ich weiß es nicht. Da ist er. Scheiße. Och nö. Och nö. Nö. Ich kann mich hier nirgendwo verstecken. Oder? Ich kann mich hier nirgendwo verstecken. Ah. Ja. Scheiße, leck mich am Arsch. Gut. Da falle ich, glaube ich, runter. Nein, ja. 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 Tür zu. Tür zu. Oh. Ah. Durch den Schlitz in der Wand. So, jetzt können wir noch ein bisschen baden, bevor es losgeht. Scheiße, ich komme da nicht rein. Oh. Es liegt ja alles auf dem Boden. Dosenfraß. Und sonst nichts Besonderes. Alles zu. Was haben wir hier? Pferdchen. Und 243. 202. Sag mal, willst du mich verarschen? Ich muss 237. Was war das? Ich habe noch nur so einen Schatten gesehen. Sind wir wieder. Ist ja, das kommt mir ein bisschen bekannt vor, aber es ist es nicht. Es ist ein Chemielabor. Hm. Dokument. Das lesen wir uns natürlich durch. Ja. Ah. Projekt Wallrider Patienten. Statusbericht für Frank Manera. Murkoff Psychiatric Systems, bla bla bla. Fall Nummer 209. Patient Frank Antonia Manera. Datum 9.8.2012. Erste Patientenbefragung 1.11.2010. Alter des Patienten 36, Geschlecht männlich. Behandelnder Arzt Dr. Carl Houston, DBNR, weiß ich nicht. Was das heißt, ist auch scheißegal. Therapiestatus: minimale Aktivität des morphogenen Antriebs. Nur bei extremen Level, Stufe 5 und 6 der Hormontherapie. Traumphasen kehren immer wieder zu Bildern von Isolation und Verrat zurück. Keine luziden Phasen. Mann, ich muss immer husten. Diagnostik: Spirometrie ergab schwere bronchiale Akkumulation, übereinstimmend mit Tabak- und Marihuana-konsumierenden Patienten. Außergewöhnlich niedrige REM-Aktivität. Anmerkung: Zur Zeit dieses Gesprächs lag Franks Gewicht bei 155 lbs. Ich weiß gar nicht, wie das in Kilogramm ist. Sein Gewicht bei Aufnahme war 228. Ich weiß auch nicht, wie man das nennt. Hier lbs. Ach, er war lethargisch und nicht ansprechbar und brachte nur Interesse für das neunte Skriptmuster der Hypnotherapie Wennecke auf. Das Trinken von Blut aus der Brust schlafender Männer. Das hatten wir doch schon mal. Oder ich hab das hier schon mal irgendwo gelesen. Er weigert sich weiterhin zu baden und lehnt unter dem Einfluss von Anästhesiemitteln zu sein. Eine Behandlung durch einen Friseur mit den Worten ab: Wenn ich nicht mitmachen kann, dann kann ich auch nicht teilen. Okay, eine Zwangsernährung für Mr. Manera wird empfohlen, sollte sich keine Nahrung finden, die ihm zusagt. Murkoff bei Psychiatric Systems Project Wallrider Projekt, da muss ja nicht eigentlich ein C sein. Mount Massive CEO. So.
gut, haben wir ein bisschen was gelesen. Die Patienten. Ist das vielleicht der Typ, der uns da hinterherläuft? Das könnte natürlich sein. Oh Gott, hä, waren wir nicht hier schon? Ich weiß es nicht, ich habe es ja auch selber schon etwas gespielt. Und dann war ich, glaube ich, hier und ich erinnere mich nicht mehr, ob wir das im Let's Play hier schon gesehen haben. Oh, sorry, 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 Bruder. Okay, Batterien. Oh Mann, wer macht sowas mit dem Monitor? So, wir müssen das Gas ab. Wie stelle ich denn das Gas jetzt ab? PC funktioniert nicht hier. Gasroom. Geil. Okay, kann ich da ohne weiteres durch? Ja. Okay. Tür zu. Ganz behutsam. Es wird mysteriös. Oh Gott. Oh Gott, er ist wieder da. Nö. Bitte lass mich in Ruhe. Was habe ich dir getan? Alter. Boah. Lauter Gedärme. Wir müssen das Ventil finden. Oh, da geht das Rohr lang. La 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 la. Scheiße, 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 scheiße. Leck mich an der Puperze. Das kann doch nicht wahr sein. Mach die Tür zu. Die verdammte Okay, ich habe einen Schrank gefunden. Ich habe mich beruhigt. Alles in Ordnung. Alles wunderbar. Ich darf jetzt nur nicht zu früh raus. Man muss einfach nur den Schildern folgen. Dann finde ich das Ventil wohl. Ich warte auch, bis die Musik aufhört. Sonst wird das ziemlich dreckig. Okay. Okay. Ich versuch's. Ich glaube, ich rush einfach mal. Ja, was soll man denn machen? Ja, okay. Renn. Lauf, Forrest, lauf! Oh ja, da! Leck mich am Arsch. Leck mich am Arsch. So eine Scheiße, ey. Jetzt muss ich da. Oh Mann. Oh Mann. Aber ich weiß jetzt Bescheid. Da hinten ist auch noch ein Raum mit, Ist das eklig. Was haben die hier eigentlich gemacht? Da ist auch noch ein Durchgang. Da kommt er. Ich habe ihn genau gehört. Hier ist ein Schrank. Gut. Wo ist der? Was ist? Mach die Tür zu! Ein bisschen sparen. Nein. Nein. Füttere mich. Geh weg. I'll find another way. Ja, geh weg. Ja. Das freut mich. Ah, jetzt müssen wir noch vorsichtiger sein.